Die Humanität einer Gesellschaft misst sich an ihrem Umgang mit Menschen in Not. Der Kapitalismus zerstört weltweit die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen und setzt sie Armut und Hunger aus. Die ökologischen Folgen eines entfesselten Kapitalismus wie Dürre und Überschwemmungen vertreiben Menschen, ebenso wie geschürte Konflikte um Bodenschätze, Öl, Gas und Wasser. Es vergeht kein Monat, in dem nicht Bilder von Flüchtlingsbooten aus Afrika zu sehen sind. Doch viele von ihnen erreichen nie das Festland. Über 1500 Tote beklagen wir vor den Toren Europas allein im Jahr 2008. Die Linke wendet sich gegen diese rigide Abschottungspolitik und fordert, dass die Genfer Flüchtlingskonvention uneingeschränkt gelten muss. Menschen, die verfolgt werden, die um ihre körperliche Unversehrtheit oder gar um ihr Leben fürchten, müssen Asyl erhalten. Die Linke fordert gleiche soziale und politische Rechte für alle Menschen, denn es geht um ein gutes Leben für alle. Die Menschenrechte sind für die Linke unteilbar.